We hebben net ganz viele homecomputer gezien, ganz viele gamingcomputer. Maar klassieke computer, dat zijn ook alte professionele machines, wie deze hier. Dat is een Tektronix 4014 grafikterminal uit 1974. The terminal Tektronix 4014 is the solution for computer graphics, movies, commercial and professional. Was damals das Äquivalent von einem Oberklassenauto war. Also für Privatleute total unerschwinglich. Auch solche Geräte möchten wir als Klassencomputer-Enthusiasten am Leben halten. Hier sieht man einige Applikationen, die damals auf solche Kisten liefen. Dann halt nicht mit einem Laptop im Hintergrund, sondern einem Großcomputer in einem separaten Raum. Die wurden benutzt, wie hier zum Beispiel für die IC-Entwicklung. Oder im Architekturbereich. Oder einfach auch nur für Grafikindustrie. Wie man hier am Vorbild sieht. Diese Maschine war damals Standard im High-End-Bereich. Und funktioniert völlig anders, als man erwarten würde. Da gibt es keine Bildwiederholfrequenz oder so. Hier wird das Bild wirklich auf die Bildröhre einmalig gezeichnet und es bleibt dort, bis es mit einem Flash geklärt wird. Wie gesagt, es ist ein Terminal, das heißt, du hast einen Input über Keyboard zum Großrechner. Vom Großrechner zurück kommen die Daten. Witzig, bei dieser Maschine ist es noch ein zwei Räder gibt, was das Äquivalent von einer Maus ist, einer Computermaus, die es damals eigentlich kaum noch gab. Aber es hat schon eine äquivalente Bedienung, damit man auch Grafikinput über diese Kiste zum Großrechner liefern kann. Es gab zwar von IBM eine Applikation, die in etwa die moderne Computergrafik entsprach, aber die kostete $400.000. In 1974. This is a revolution of the new pictures. Tektronix, for you, available now.